Hallo ihr Lieben, ist die Kiria, Kiria van der Kamp, ich bin Coach und Hebamme. Und gestern kam zweimal so dieses Thema getriggert werden auf, gar nicht bei mir, sondern bei Leuten aus meinen Kursen, aus zwei verschiedenen Kursen war das. Und einer hatte mir eine Nachricht geschrieben und gesagt, Kiria, durch die eine Übung, die du da gemacht hast, war ich total getriggert und wollte ihn erstmal nicht mehr machen. Aber jetzt merke ich, ich möchte die doch machen. Wie lange habe ich noch Zugriff darauf? Und ich fand es total gut, dass sie gemerkt hat, oh, das hat mich getriggert. Das ist nicht einfach nur doof. Die Kiria ist doof, dass sie sowas mit uns macht. Sondern sie hat gemerkt, oh, das hat einen empfindlichen Punkt in ihr berührt und sie braucht einen Moment Zeit, damit klarzukommen, und hat dann gemerkt, oh, das könnte sich lohnen, da tiefer reinzuschauen in dieses Thema. Und wenn du getriggert wirst von was, dann reagierst du ein bisschen übersensibel darauf. Du merkst entweder, du hast eine Abscheu, eine Ablehnung, es kann sein, dass du wütend wirst, es kann sein, dass es dich traurig macht, dass es Tränen hervorbringt. Es kann auch so diese typischen Kampf- oder Fluchtmechanismen hervorrufen. Und die Frage ist, was machst du damit? Es ist natürlich nicht jeder Trigger, nicht bei jedem Trigger geht es um dasselbe Thema. Manchmal geht es wirklich auch darum, Grenzen zu setzen, für sich einzustehen, rauszugehen mit was und zu sagen, so nicht mit mir, da braucht es jetzt was anderes. Und oftmals ist es was, was dich im Außen triggert, wo es sich lohnt, hinzuschauen, was macht das mit dir und zu gucken, wie kann ich da Mitgefühl haben mit mir und dem anderen. Wir hatten zum Beispiel gestern in einem Call auch das Thema in dieser Corona-Zeit mit den Masken und wie geht es einem damit. Und das triggert Leute auf unterschiedliche Art und Weise. Manche sind da entspannt mit, die finden es vielleicht doof, aber ansonsten ist es okay. Und andere, die triggert es, wenn Leute keine Masken tragen wollen oder dagegen sind oder dagegen reden und alle möglichen Statistiken, Untersuchungen auffahren, die dagegen sprechen, die sagen, das ist gesundheitsschädlich, das bringt sowieso nichts. Und andere triggert es, dass sie Masken tragen müssen. Und es kann sein auch, dass das wie traumatische Erfahrungen hervorbringt, über das nicht gut atmen können. Also ich habe ja die Vermutung, es wäre interessant, da mal eine Studie drüber zu machen, dass wenn ein Mensch bei der Geburt zum Beispiel Sauerstoffmangel erlebt hat, ob der mehr Schwierigkeiten hat mit dem Maskentragen, gerade wenn sie nicht so gut dadurch atmen können. Aber es kann sein, dass sowas triggert. Und dann kann es sein, zum Beispiel, wenn dich das triggert, dass man Masken tragen muss und dass manche so dafür sind und alles und wovor haben die denn Angst und sowas. Und dann denkt man schnell mal, man hat selber keine Angst. Nein, ich habe keine Angst davor. Ja? Aber spannend ist zu gucken, das wieder so zu dir zu nehmen, auch mit einem Mitgefühl für dich selber und zu gucken, ja, aber vielleicht habe ich ja einfach nur vor anderen Dingen Angst. Vielleicht ist das ja gar nicht ganz wahr, dass ich gar keine Angst habe. Vielleicht habe ich auch einfach Angst vor Kontrollverlust, Angst davor, dass über mich bestimmt wird, dass ich keine Freiheit mehr habe. Ja? Vielleicht sind das meine Ängste und ich habe nur auf die anderen projiziert, dass die ja alle nur Angst haben. Die haben nur vor was anderem vielleicht Angst, ja. Und wenn wir das machen mit solchen äußeren Triggern und das zu uns nehmen und mehr Mitgefühl und Verständnis für uns selbst haben und unsere eigenen Themen und Ängste und unsere eigenen Trigger und unsere eigene Wut und Verletztheit und sowas, auch in Beziehungen ganz wichtig, ja, wenn der Partner oder die Partnerin dich triggert, dann gelingt es uns auch viel leichter, Verständnis für das Außen, für das Gegenüber zu haben. Ja. Da, wo wir uns überhaupt nicht mit uns auseinandersetzen und immer nur nach außen projizieren, da führt es ganz viel zu Konflikten. Und es ist natürlich nicht immer vermeidbar. Und es geht auch gar nicht darum, dass wir perfekt sein müssten. Wenn du in so einen Konflikt geraten bist und gemerkt hast, boah, da hat mich jemand getriggert und ich bin irgendwie ausgetickt, bin wütend geworden oder sowas. Oder bin in eine Vermeidung gegangen, bin ausgewichen und bin aus dem Kontakt rausgegangen. Dann hast du immer noch die Möglichkeit, auch dich zu entschuldigen. Und zu sagen, oh, da habe ich gemerkt, ich bin durch irgendwas getriggert worden und ich würde gerne nochmal drüber reden, nochmal schauen. Ich habe gemerkt, ah, das hat das und das mit mir gemacht. Und wenn es jetzt nicht so nah Menschen sind und es einfach Themen sind, die dich draußen triggern, dann kann das wirklich helfen, deine eigenen Themen innerlich mal durchzuarbeiten, sodass die Trigger im Außen weniger werden, ja, weil du mehr wohlmeinendes Mitgefühl für dich selbst hast und dann hast du das auch mehr für andere. Mehr für die
für die Trigger der anderen, für die Schmerzen der anderen, für die Verletzungen der anderen. Und ich habe neulich schon mal auch so über die Nervenreaktion, Nervensystemreaktion von Kampf oder Flucht oder Erstarrung oder to fawn, das Einschleimen oder Unterwerfen gesprochen. Und dann kann man das mehr verstehen, wenn man nämlich auch bei sich sehen kann, wo man das selber macht. Ja? Wir sind nämlich alle nicht perfekt. Hallo Annika, yes, it's almost 365. I almost made it. And I'm even speaking with a sore throat today. In the last, all the last days. Ich habe eine Angina und kann eigentlich gar nicht gut sprechen, aber ich tue es trotzdem. Ja, genau. Also je mehr wohlmeinendes Mitgefühl du für dich selbst hast, desto mehr kannst du es auch für andere und für die Welt haben. Und vielleicht hilft dir das, wenn dich Themen da draußen gerade triggern. Das ist natürlich nicht nur in dieser Zeit so, das ist auch sonst so. Ganz liebe Grüße an euch und dir auch, Annika, einen Kuss zurück und einen ganz schönen Abend wünsche ich euch oder wann immer ihr das anschaut. Alles Liebe von mir.